Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier wird ein Building-Vlog. Ich habe noch keine Ahnung über wie viele Tage und was überhaupt so passieren wird, denn wir befinden uns gerade in sozialer Isolationszeit. Heute ist der 18. März. Stay the fuck home. Halten wir uns dran. Und deswegen werde ich vermutlich diese vier Wände nicht super oft verlassen. Das ist okay. Wir tun unser Bestes, damit diese Scheiße möglichst schnell vorbeigeht. Und genau, ich würde das jetzt hier auch gar nicht groß am Anfang thematisieren, weil ich glaube, wir haben alle genug Schlagzeilen davon im Kopf. Also, genau. Ich war gerade duschen, wie man vielleicht sieht, weil ich noch nasse Haare habe. Und genau, ich werde heute ein Buch anfangen, auf das ich mich schon so lange freue. Ich hol's kurz. Und zwar ist von keinem geringeren Buch die Rede als Crescent City. Es kam jetzt schon vor 15 Tagen raus, am 3.3. Ich habe ja noch Acomaf gereadet und eigentlich habe ich ja mitten in der Prüfungsphase gesteckt und dann genau, das ist jetzt alles ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Deswegen, keine Ahnung, war ich mir nicht sicher, wann ich das anfangen kann, aber heute ist der Tag gekommen. Ich nehme euch mit. Ich hoffe, ich lese dieses Buch im Laufe dieses Vlogs fertig, wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall ein anderes Buch werde ich beenden, neben Schätzchen. Und zwar rede ich von Hope Again von Mona. Ich bin mittlerweile schon auf Seite 319 in Kapitel 17 und genau, habe nicht mehr so viel übrig, das Stück noch. Und ich habe das Buch so lang aufgeschoben, weil ich mich halt mega darauf gefreut habe. Ich liebe Monas Schreibstil, ich liebe alle von Monas Büchern. Besonders Again, also die Again-Reihe. So wie viele von uns. Und genau, ich habe es ewig lang geguckt, ich habe sogar signiert. Weil ich auf Monas Signierung, also das ist auf der Signierstunde entstanden, in Hamburg. Was wollte ich sagen? Achso, ich habe es mega lang aufgeschoben. Weil ich halt wusste, dass es mir eh gefällt und ich liebe halt Schüler, Lehrer, beziehungsweise Dozenten, Studenten-Trope. Schüler, Lehrer ist so, vielleicht wenn sie volljährig sind, aber Schüler, Student dann. Schüler, Student habe ich auch nicht gegen. Dozent, Student. So mag ich und mache ich auch in diesem Buch richtig, richtig gerne und habe mega Spaß. Und genau, es geht in diesem Teil um Everly und Nolan. Also Everly ist halt Studentin an der Hutzel University. Und Nolan ist der Typ, den wir auch aus den vorherigen Teilen schon kennen, der die Schreibwerkstatt führt. Und genau, ich lieb's. Genau, und mehr dazu, wenn ich es beendet habe. Ja, das war das kleine Intro zu diesem Vlog. Übermorgen, also Mitternacht von den 19. auf den 20. kommt Animal Crossing New Horizons raus. Ich freue mich so doll, und das wird auch in diesem Vlog passieren. Und ja, ich würde sagen, ich trockne mir jetzt die Haare und keine Ahnung. Werde vermutlich erstmal 7 Stunden im Bett liegen und Podcasts hören. Und dann halt Abend lesen. Also lasse die Lesemontage beginnen. Hallo, das hier wird mein erstes Lesupdate zu Crescent City. Ich bin ja auf Seite 100. Ich stelle die mal hier hin. Gesehen. Ja, was auch immer, mein Gesicht. Ich bin jetzt auf Seite 100. Das sieht so wenig aus einfach und ist jetzt auch nicht krass viel, aber ich habe schon eine ganze Zeit dafür gebraucht. Der Anfang war echt hart zu lesen, also es waren so unheimlich viele Eigennamen da drin. Ich hatte das Gefühl, auf den ersten 10 Seiten meinte ich zu Monja auch, dass ich nur 5 Seiten verstanden habe. Und das lag nicht an den Vokabeln quasi, oder an den echten, also nicht am Englisch oder so, auf gar keinen Fall, sondern halt da an den ganzen Eigennamen. Also es waren schon auf der einen Seite viele Leute, aber daran hat man sich schnell gewöhnt, aber auch super viele unterschiedliche Arten, also so Fae, Vampir und Werwolf und so, aber halt und Engel und so, aber unterschiedliche Sachen dann noch, Zauberer, also Hexen,
Aber dann hatten die Ortsteile unterschiedliche Namen und jeder hatte einen Vorstand, also diese unterschiedlichen City Quarters halt. Und das war weird ausgesprochen, also diese Quarters. Quarters. Das spielt leider. Ich muss gleich wieder aufstehen, ey. Und die hatten die unterschiedlichen Vorstände und dann gab es irgendwelche Magiesysteme und irgendwelche Sehenswürdigkeiten und das waren wirklich unheimlich viele Einzelnamen, also wirklich übertrieben viele. Ich weiß nicht, ob man die da alle schon reinpacken musste tatsächlich. Vielleicht mache ich mal Licht an. Vielleicht, oh Gott, ist das eine ganz gute Maßnahme. Also ja, ich weiß nicht, ob das die beste Art war, in das Buch einzusteigen. Ich glaube halt, wenn man das rereadet und dann halt hoffentlich, ich denke mal, das komplette Magiesystem und eigentlich die Welt überhaupt versteht und so, dann ist es natürlich irgendwie cooler, man nimmt mehr daraus mit. Aber jetzt war es erstmal so, oh mein Gott, ich muss herausfinden, was die quintessentiellen Informationen sind und mir die Person merken und alles. Und genau, und es ist auf jeden Fall schon eine so krasse Sache passiert, so auf Seite 70 und ich war so schock, weil es war nicht in der Seite 70, aber so, ich habe mir die ganze genaue Seite nicht aufgeschrieben, aber um Seite 70 rum. Und ich war so schock. Ich war dann so, oh mein Gott, schnell weiterlesen. Das kann doch nicht gerade wirklich passiert sein. Und das ist wirklich passiert. Und ich war sehr, sehr sad. Okay, so viel dazu. Ich bin jetzt krass müde und ich muss gefühlt gleich wieder aufstehen. Und deswegen gehe ich jetzt schlafen. Bis morgen früh. Guten Morgen. Es ist jetzt mittlerweile 10.48 Uhr oder irgendwie so. Mein Arbeitsmeeting ist vorbei. Wie es gab, es hat irgendwie überraschend gut geklappt. Ich liebe es, dass Digitalisierung auf einmal irgendwie doch überall klappt und so. Also jetzt kein Shade an meiner Arbeit, da klappt das eh, aber so generell deutschlandweit. Mag ich, also finde ich irgendwie richtig geil. So, es ist so ungewohnt, so früh schon fertig gemacht zu sein. Ich habe überlegt, ob ich jetzt wieder schlafen gehe, weil ich war ja schon gestern noch relativ lang wach. Aber ich bin halt jetzt fertig gemacht. So. Ich glaube, ich lese dann jetzt einfach und gucke YouTube. Weil heute Nacht muss ich noch Animal Crossing spielen. Wobei man bei Animal Crossing um 12 nicht so viel machen kann, weil das ja nach Echtzeit ist und dann überall alles zu hat. Aber genau, für morgen noch und so. Monja ist noch nicht wach, deswegen ja, muss ich jetzt wohl alleine meine Zeit fristen. Guess who's struggling? Es ist mittlerweile schon 5:30 oder so und ich wollte mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben, weil ich den ganzen Tag halt der Chili hier in dieser Ecke lag. Ende. Ah, dieses Social Distancing geht mir heute irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, mega auf den Sack, wollte ich zuerst sagen, aber also, ich bin halt voll genervt, so, aber momentan trifft mich diese Isolation irgendwie schon mehr als gedacht, weil eigentlich bin ich schon relativ introvertiert und verbringe sowieso viel Zeit halt in meinen eigenen vier Wänden hier. Aber aktuell fühle ich mich schon irgendwie wie so ein Outcast von der ganzen Welt, was so dumm ist, weil also draußen passiert halt nichts. Es müsste ja, also es gibt bestimmt vielen so. Und naja, ich habe eben auf Instagram schon gesungen und es ist immer noch wahr. We are all in this together. So nämlich. Und wir schaffen das. Genau. Ich habe bislang 50 Seiten weiter in Crescent City gelesen. Ich bin auf Seite 150. Und genau, es ist immer noch irgendwie voll schwer zu lesen. Also nicht schwer, aber es braucht halt irgendwie viel Aufmerksamkeit und man kann es nicht einfach runterlesen, weil so viel Neues. Und genau, es hat halt irgendwie einen ganz anderen Turn genommen, als ich gedacht habe. Aber dazu später nochmal. Es ist mittlerweile irgendwie 5:30, aber well. Ah, ich weiß, das ist jetzt so richtig, richtig suboptimal für mein Lesen. Aber Mel hat mich gerade gefragt, ob wir mit noch anderen Leuten Overcooked spielen wollen. Und ich weiß nicht, wer sich's gerade gekauft hat und jetzt erstmal nicht lesen wird. I'm so sorry, Crescent City. Und heute Nacht um 24 Uhr kommt Animal Crossing. Oh, was haben? Oh Gott, Leute, es ist jetzt irgendwie 23:05 oder so. Ich muss zugeben, ich habe nicht weiter gelesen, sondern wir haben alte Mel und Markus, den ihr aus den London Vlogs vielleicht kennt. Und ich habe Stardew Valley gespielt und ich habe mir gerade einen riesengroßen Smoothie gemacht. Und gerade kam meine Mom dann noch rein und hat mir die ersten Straßensperrungen hier in der Gegend gezeigt. Und
ja, mit Polizeikontrolle und so, und dass man halt nur durchkommt mit Bescheinigung und so. Und ich finde das langsam gerade alles sehr, sehr gruselig. Und bei mir kommt das so schubweise und deswegen, also so, genau, keine Ahnung, wir haben uns auch gerade nochmal Zahlen angeguckt, immer wenn ich mir die Zahlen angeguckt habe, also Corona-Zahlen, ist halt sau gruselig, so kennt ihr, also muss ich euch, erzähle ich euch nichts Neues. Ja, deswegen bin ich gerade sehr dankbar gewesen, einfach für die Ablenkung mit Stardew Valley. Und morgen kommt dann ja auch Animal Crossing und so, gibt auch ein bisschen Ablenkung. Klar kann man die Augen davon nicht zumachen, aber im Endeffekt kann man als einzelne Person ja nichts machen, außer nichts zu tun. Hallo, es ist mittlerweile wirklich spät. Ich glaube, es ist irgendwie 14:45 Uhr, 21 mittlerweile, I guess. Und, also, nachts. Und ich habe gerade bis Seite 318 in Crescent City gelesen. Also House of Earth and Blood eigentlich, ja, aber naja, Crescent City ist kürzer. Ich weiß gerade irgendwie nicht mehr so viel, wie ich euch davon schon erzählt habe, weil gefühlt habe ich euch immer nur nachts geupdatet. Aber ich finde tatsächlich irgendwie, für meinen Geschmack sind die Charaktere ein bisschen zu ghetto. Und die sind einfach nur super, super sarkastisch zueinander. Zum Glück haben wir diese krasse Worldbuilding-Phase überwunden und mittlerweile kann ich mit vielen Begriffen was anfangen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das würde ich natürlich noch rausfinden, wenn ich es jetzt nochmal lese, den Anfang, dass am Anfang zu viel erklärt wurde, was irgendwie gar keine Relevanz hatte, weil eigentlich ist es halt, ne, show, don't tell, wenn man halt so in die Welt geworfen wird und es dann an Handlungen irgendwie verdeutlicht wird, wie die Welt funktioniert, halt cooler, als wenn einfach alles erklärt wird. Und ich glaube, wirklich, wir haben davon nicht so viel gebraucht, weil bisher sind halt irgendwie nur Engel und Fae und so vereinzelte Vampire wichtig, aber irgendwie wurden ganz viele unterschiedliche Lieder irgendwie von unterschiedlichen Stadtteilen und so erklärt und unterschiedliche Magiepraktiken und alles und irgendwie, ach so, und Hexen sind auch wichtig. Und irgendwie so wirklich viele unterschiedliche Charaktere haben wir. Also wir haben schon einige unterschiedliche Charaktere, aber jetzt nicht irgendwie 15 super, super wichtige. Bisher ist das Buch irgendwie ziemlich anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Also es verfolgt halt, so wusste ich halt nicht, ein Mystery-Fall, sag ich mal, den die beiden, also den Hunt und Bryce, die Protagonisten, versuchen aufzuklären. Und irgendwie passiert nicht super viel, was das angeht. Es waren halt bisher so zwei krasse Schockmomente dabei und die beiden sind halt super sarkastisch und die Emotionen von der Protagonistin sind halt richtig geil geschrieben. So Sarah Dimas kann halt einfach wirklich gute Emotionen schreiben. Aber an sich ist es zwar jetzt noch nicht irgendwie steamy oder irgendwie besonders schön, sondern einfach sehr sarkastisch und es ist irgendwie so ein bisschen Mystery-mäßig. Genau. Ja, so viel dazu. Vielleicht lese ich noch weiter, vielleicht auch nicht. Ich habe heute einfach so viel Animal Crossing gespielt. Und eben doch overcooked. Ja, habt ihr ja gesehen, in der Badewanne zum Beispiel auch. Ich lag einfach 2 Stunden in der Badewanne und ich habe das Gefühl, ich habe mittlerweile Kiemen. Aber gut, vielleicht gehe ich jetzt auch schlafen, weil es ist echt spät. Bis morgen. Oder so. Vermutlich morgen. Hallo, heute ist der 22. März und schau mal, was gestern bei mir eingezogen ist. Ich habe gestern nicht gevloggt, aber dieses hübsche Buch kommt 2 Tage vor Erscheinungstermin bei mir an. Und zwar Monas neues Buch, Dream Again. Ich lese ja gerade Hope Again. In diesem Vlog habe ich noch nicht weitergelesen, aber ich habe noch 100 Seiten oder so und ich liebe Hope Again. Mein Favorite war immer Trust Again. Ich liebe Trust Again auch immer noch, aber ich glaube, mein Favorite Boy ist jetzt Nolan. Ich weiß, das ist relativ unpopular, habe ich das Gefühl. Aber ich bin im Nolan-Fanclub. Schaut euch mal an, wie hübsch es ist. Die Farbe ist sehr, sehr hübsch. Und Blake und, wie heißt sie eigentlich? Jude, stimmt. Sind auch sehr, sehr hübsch. Und ich freue mich. Zudem habe ich eben 140 Seiten in Emma von Jane Austen weitergelesen, beziehungsweise gehört. Das Buch ist nämlich schon ein bisschen painful zu lesen.
Deswegen habe ich jetzt beim Animal Crossing spielen gehört. Ich habe so viel Animal Crossing gespielt die letzten Tage. Das Museum ist so schön. Okay, wir sind abgekommen vom Thema. Ich darf jetzt tatsächlich nicht sagen, ich bin jetzt auf Seite 192 oder so, also fast auf Seite 200, was nämlich erst 40% sind. Und ich darf dazu nicht sagen, weil das unser Clock-Buch ist. Das heißt, am Sonntag, also von mir der nächste Sonntag, der 29., wird das Hangout dazu stattfinden. Und das könnt ihr dann natürlich gerne angucken. Sucht dann einfach, das wird nicht auf meinem Kanal sein, sondern, oh, ich weiß gar nicht, wer dran ist, ehrlich gesagt. Also sucht dann einfach nach Emma Book O'Clock oder Emma Jane Austen Book O'Clock. Und dann werdet ihr es auf YouTube schon finden. Genau. Und ansonsten werde ich in diesem Vlog, wie gesagt, noch Hope Again beenden. Hoffentlich heute oder morgen. Mal gucken, wie ich lustig bin. Und dann habe ich gestern auch noch bis Seite 400 in Crescent City gelesen. Also bin ich jetzt genau auf der Hälfte. Ich melde mich morgen bei euch nochmal, oder Dienstag spätestens, mit Gesicht. Ich hoffe, ich beende das Buch auch in den nächsten Tagen. Viele haben ja gesagt, dass die zweite Hälfte viel schneller zu lesen ist als die erste. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich aktuell auf 4-Sterne-Kurs bin eher. Oder 4,5 oder so. Auf jeden Fall sind es für mich keine klaren 5 Sterne, was für mich krass überraschend kommt. Und ich kann es noch nicht so ganz verarbeiten, deswegen will ich es auch nicht so laut sagen und ich so krass thematisieren. Aber das Worldbuilding am Anfang war halt wirklich katastrophal. Das war wirklich super überfordernd und es waren, wie gesagt, das habe ich ja auch schon im letzten Clip to Crescent City oder so gesagt, es waren wirklich so viele unnötige Informationen, die man nicht hätte an der Stelle irgendwie reinbauen müssen, um den Leser damit irgendwie unnötig zu überfordern und so. Und genau, es ist halt ein relativ krasses Mystery-Buch und die versuchen halt so mehrere Fälle quasi aufzudecken oder einen Fall, aber mehrere Todesfälle aufzudecken. Und es kommt nicht so richtig voran und bisher war auch noch keine krass steamy oder Romance-Szene zwischen Hunt und Bryce. Ich finde so langsam in die Welt rein, was mega cool ist. Und ich glaube auch der zweite Teil von diesem Buch wird mega, mega geil. Wenn man halt alles schon kennt und so. Und ich weiß nicht, so ein Bauchgefühl. Aber jetzt gerade ist es irgendwie relativ handlungsarm. Und Bryce und Hunt motzen sich die ganze Zeit nur an. Und es ist natürlich super witty, sarcastic und so. Und gefällt mir auch mega gut. Ich meine, ich mag das Buch ja anscheinend, nur ich liebe es halt nicht aktuell. Aber es hat halt noch... sorry, ich hab euch aus Versehen geschlagen mit dem Buch. So. Aber es hat ja auch noch ein paar Seiten. Mal gucken. Vielleicht werden es ja noch 5 Sterne. Mal gucken. Ein neuer Tag. Eine neue Kaffee-Badewannen-Montage. Yes. Hallo, ich weiß gerade gar nicht genau, wann wir das letzte Mal gesehen. Doch, ich habe eine kurze Videosequenz aufgenommen, als ich das Bild für Dream Again gemacht habe. Schaut euch nochmal an, Baby. Happy Book Birthday. hier, das Bild habe ich gemacht. Falls ihr sehen wollt. Hier. Mein Plan für heute war halt eigentlich noch Crescent City zu beenden. Und der Plan ist auch nicht vom Tisch bisher. Allerdings habe ich gerade mega auf Animal Crossing festgehangen und irgendwie mega dumm gelegen oder keine Ahnung, zu wenig getrunken oder was auch immer. Voll Kopfschmerzen. Oder schon eine Tablette genommen. Aber ich glaube, ich habe heute keine Lust mehr zu vloggen. Eigentlich hatte ich halt heute vor, das Buch zu beenden und dann, oh, ist jetzt ganz schön nah, ne? Na egal. Ein Update zu drehen und alles und also das Buch dann zu rezensieren quasi kurz. Und dann morgen Hope Again zu lesen und Hope Again dann morgen, also zu beenden. Und dann das auch noch zu rezensieren und dann den Vlog abzuschließen. Jetzt schieben wir das alles auf morgen. Und ich gehe jetzt ins Bett. Und lese noch, aber update euch nicht. Bis morgen. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum letzten Tag dieses Reading-Vlogs. Ich sage jetzt mal absichtlich nicht voraussichtlich letzten Tag, denn wir schaffen heute unsere Ziele. Ich habe meinen Morgen gestartet mit Ersten Mordlust, Folge 28 oder 29 oder so. Irgendwie suchte ich das gerade aktuell mega durch.
Dann habe ich Emma gehört. Ich bin jetzt bei 51%. Ich muss mein Lesezeichen nochmal anpassen, weil aus Gründen höre ich jetzt das Hörbuch. Aber genau, dazu darf ich. Dazu darf ich eigentlich nichts sagen. Weil Book geklungen und so, habe ich ja schon erläutert. Und dabei habe ich dann Animal Crossing gespielt. Ich habe so coole Sachen heute bekommen. Und dann, wie ihr vielleicht auch schon seht, hier, guckt mal hier. Da habe ich dann angefangen, Disney Plus zu gucken. Das ist ja heute rausgekommen. Irgendwie erst um 2 und nicht um Mitternacht, aber whatever. Ich habe es dann heute Morgen geguckt und, oh mein Gott, die ganzen Disney Channel Sachen wie Hannah Montana, Jessica und Cody, die Zauberer vom Waverly Place, Jessie. Aber auch halt High School Musical und High School Musical, das Musical, die Serie. Also diese ganzen Filme, High School Musical, Camp Rock 1 und 2. Alle Sachen, die ich so sehr liebe. Geliebt habe als Kind, hätte ich fast gesagt, ich liebe es halt immer noch. Hart, toll. Und dann sind halt die ganzen Disney-Klassiker. Ich habe allerdings, ich nehme mich mal kurz hier vom Stativ runter, um euch zu zeigen. Ich habe allerdings mir, keine Ahnung, vor einiger Zeit diese Disney-Klassiker gekauft. Diese 55-Jahre-Edition. Deswegen habe ich alle Disney-Klassiker. Also außer einer. Mir fehlt noch Merlin und Mim, die Hexe und der Zauberer mit dem Pappschuh war. Aber genau, sonst habe ich alle. Deswegen freue ich mich halt besonders über diese Disney Channel Sachen und über halt Neuverfilmungen, weil die habe ich alle nicht. Und mir ist bewusst, dass das für euch jetzt mega flimmert, aber hier, ich habe gerade beim Schminken Ariel geguckt und habe irgendwie, keine Ahnung, 30 Minuten gesehen. Und hier aber auch, es sieht einfach solche Sachen wie Lizzie McGuire und so, that's the shit. Ich freue mich so hart. Hannah Montana und. Okay, jetzt aber kurz zum Lesen zurück. Ich habe gestern noch bis Seite 711 oder so, 710, in Crescent City gelesen. Und da sind Dinge passiert, die mich so abgefuckt haben. Nina war da jetzt auch gerade. Wir haben geschrieben, also von It All Started with Harry. Wir haben geschrieben und sie war auch sehr abgefuckt. Und das regt mich so auf, weil dieses Buch, also es hat nur noch 90 Seiten und ich habe halt erwartet, dass es ein 5-Sterne-Plus-Plus-Plus-Plus-Plus-Buch wird. Und das ist es einfach nicht für mich, weil das Worldbuilding so katastrophal war und die Handlung ist jetzt auch irgendwie dumm und das war nicht so emotional wie. Also es waren dann schon so ein paar Schockmomente drin. Wartet, ich stelle euch mal kurz wieder aufs Stativ. Es waren halt schon so ein paar Schockmomente drin. Beziehungsweise der eine Schockmoment am Anfang steht jetzt auch im Klappentext, habe ich jetzt rausgefunden. Ups, den habe ich wohl nie aufmerksam gelesen vorher. Also so 2, 3, aber ansonsten die Beziehung war jetzt nicht so tiefgründig wie man's auf Throne of Glass und A Court of Thorns and Roses gewohnt ist. Und also ich mochte es. Ich glaube auch der zweite Teil wird richtig, richtig geil, aber dass hier gerade so eine Scheiße passiert. Der Anfang war so schwer und ich habe einfach nicht die gleichen Feels. Was mich voll traurig macht. Ich bin gerade irgendwie bei so einem glatten 4-Sterne-Buch, was mir gut gefällt, so offensichtlich. Aber was halt jetzt nicht so mein neues Lieblingsbuch ist und das hätte ich never ever erwartet. Das macht mich sehr, sehr sad. Aber ich lese jetzt erstmal noch 90 Seiten. Vielleicht können die mein gebrochenes Herz zusammenkleben, wenigstens. Hello, ich habe Crescent City beendet. Auch die letzten 90 Seiten haben mich nicht vom Hocker gerissen. Also es war gut und so, aber es war halt so sehr tropey und sehr typisch und genau das, was man erwartet hat. Also vom Inhalt her. Ich habe halt mehr erwartet, dass es mich umhaut. Und das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mir das Herz bricht, dass mich das Buch nicht umgehauen, wollte ich sagen, hat. Im Stuhl geworfen oder umgehauen. Weil, also ich fand immer noch die Emotionen, die Sarah J. Maas schreibt, richtig schön, gerade so zwischen Danica und Bryce und auch Hunt. Hunt hat halt sich eine Sache erlaubt und dann fand ich ihn halt die ganze Zeit dumm und am Ende, ja, war halt ganz nett, aber jetzt halt auch kein Reese oder so. Und ja, Bryce ist geil, aber auch sie hatte einen so typischen Chosen One Trope, den ich halt. Es ist halt einfach zu einfach. Irgendwie hat sich das ganze Buch alles zu einfach gemacht. Und einige Sachen waren mega cool, aber es waren auch viele echt irgendwie nicht so geil. Und sorry, dass ich mir die ganze Zeit schon in die Haare fasse, aber ich bin echt ein bisschen verzweifelt. Ich gebe dem Ganzen jetzt 4 Sterne. Und ich dachte irgendwie, das wird so der richtig nervige Vlog, wo ich die ganze Zeit halt mega fangirle, aber.
wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, ich mag das Buch und ich mag super viele Aspekte davon. Wie gesagt, 4 Sterne, aber ich bin halt jetzt irgendwie so ein bisschen down und sehr enttäuscht. Ja. Gut, ich glaube, ich habe das jetzt auch häufig genug gesagt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mit Hope Again weiter, beziehungsweise ich lese jetzt nicht direkt weiter, aber die nächste Sequenz wird vermutlich sein, wenn ich Hope Again beendet habe. Das liebe ich bisher ja sehr. Also es ist halt was ganz anderes. Man kann jetzt die Welt und Fantasy ja nicht vergleichen, aber ich hoffe, der zweite Band kommt einfach nicht erst in 300 Jahren und wird richtig, richtig geil. Klitzekleiner Nachtrag zu Crescent City noch. Warum? Crescent City ist ja eigentlich der Reihenname und das Buch heißt House of Earth and Blood. Es ging überhaupt nicht um diese unterschiedlichen Häuser. Die wurden sogar House of Bone und nicht Shadow and Bone, House of Shadow und whatever, das Haus, in dem halt Dingenswoman ist, Bryce ist. Sie ist nicht mal im House of Earth and Blood. Also Danica halt, aber warum hieß dieses Buch so? Und es war so viel, was überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ich verstehe schon, dass das halt in späteren Teilen voll easy natürlich eine Rolle spielen könnte, aber dann muss man das doch nicht alles am Anfang auf die ersten 200 Seiten so reinpressen. Und warum war das... Also ich verstehe nicht, warum das Buch so heißt. But well, das war... Ja, jetzt lese ich Hope Again. Hallo und herzlich willkommen zum Ende des Vlogs. Was das bedeutet? Ich habe gerade auch noch Hope Again beendet, also den vierten Wurzelteil, also Again-Teil, also ihr wisst, was ich meine. Ich habe ihm 5 Sterne gegeben. Ich habe ihn geliebt. Ich liebe Nolan. Vielleicht hat der Spencer auf meiner Again-Boys-Reihenfolge vom Thron gestoßen. Ich finde es sehr attraktiv. ich liebe Dawn als weibliche Protagonistin immer noch am meisten, aber Evelyn hat auch so einige richtige Queen-Moves gemacht, wo ich mir dachte, yes, girl. Ja, mochte ich richtig, 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 richtig gerne. Ja, ich weiß gar nicht so, was ich dazu sagen soll. Ich habe ja zum Glück auch schon Dream Again hier. Mal gucken, ob ich jetzt die Tage noch dazu greife. Ich bin auf jeden Fall mega im Flow, hab mega Bock, liebe die Clique und mache das sehr, sehr, sehr gerne. So, damit habe ich jetzt 2 Bücher in diesem Vlog beendet. Und ja, Emma noch gelesen, aber dazu kann ich euch eh nichts sagen. Und genau, würde dann mit diesen... Wann habe ich angefangen? Am 18. Ne? Oh Gott, ist heute der 25. 24. Aber um 21.50 Uhr. Ist quasi ein Weekly Vlog, oder? Damit haben wir jetzt diesen Weekly Reading Vlog beendet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, falls ihr noch bis jetzt reingeblieben seid. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Und bis bald. Tschüssi.